Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Es ist endlich soweit. Ich werde das nächste Pokémon pushen. Ich habe euch versprochen, eigentlich immer, wenn ich über die 5 Millionen Sternshop komme, werde ich ein Pokémon nach eurer Wahl auf Max pushen. Und habe jetzt während des Events, Moment, ich klicke mal auf ein Pokémon, ungefähr 700.000 Sternshop gemacht. Konnte aber jetzt während des Events mit den ganzen Event-Videos dieses Video hier mit dem Pushen nicht dazwischen kriegen. Und danach kam halt das ganze neue Zeugs mit den Arenen und den Raids. Aber jetzt ist es endlich soweit. Kann ich ein Pokémon wieder Max pushen. Ich blende das hier ein oder ich habe schon eingeblendet. Weiß nicht genau. Eure Abstimmung. Was gewonnen hat. Es hat April gewonnen. Ganz klar mit 96 Stimmen. Gegenüber Taubsi. Was mich doch glücklich macht, weil Abra bzw. Simsala noch halbwegs zu gebrauchen. Vor allem jetzt im neuen Arena-System. Müsste der nicht so schlecht sein. Und als Angreifer war der eh nie so schlecht. Ihr könnt hier sehen, ich habe 300% Abras. Ich hatte zuerst den hier gefangen. Dachte mir, oi, das ist super saftig. 820. Danach habe ich den hier gefangen. 918, noch besser. Und dann als letztes habe ich den hier gefangen. 984, der ist richtig saftig. Den werden wir auch entwickeln. Ich habe einen Simsala. Ich habe keine Ahnung, wieso ich den noch nicht verschickt habe. Weil der ist eigentlich ziemlich schlecht. Ich habe hier auch die Attacken. Ich habe hier auch die Attacken mal offen, damit wir sehen können, welche die optimalen Attacken sind. Also schlechteste IV erstmal weg mit dem. Und so, jetzt entwickeln wir den erstmal. Nur für euch. Wie gesagt, beim letzten Video habe ich es erwähnt, ihr könnt... Ja, jetzt ist wahrscheinlich schon zu spät. Also unten in der Beschreibung findet ihr eine neue Abstimmung mit 5 Pokémon. Der erste, also Abra, wird natürlich ersetzt mit einem neuen. Und der letzte, der wird auch immer ersetzt, weil der zu unbeliebt ist. So, 1500 irgendwas hat er schon. Konfusion, Dazzling Gleam. Gefangen am 3.2. Okay. Und Simsala. Jetzt mit dem neuen Arena-System und Raids. Mehr Pokémon-Vielfalt. Mehr Pokémon, die man gebrauchen kann. Ich rede gleich weiter. Erstmal checken wir unser Simsala ab. Psycho Cut Future Sight. Nice. Das ist hier als erstes angegeben. Bei Game Press. 100%. Ich bin zufrieden. Bevor ich den jetzt auf Max pushe, nochmal kurz über die Nester geredet und Bonbons und all dies. Ich werde ja demnächst echt verschiedene verrückte Sachen für euch pushen. Dementsprechend für mich auch wieder interessant, ein paar Nests abzuchecken, damit ich genug Bonbons überhaupt habe, um die alle auf Max zu pushen. Aber ohne das hätte ich nicht so viel Anreiz, zu den Nestern zu gehen. Ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist. Ansonsten vielleicht durch die neuen Raids und das neue Arena-System braucht man vielleicht mal neue, andere Pokémon, die man davor bisher eher vernachlässigt hat. Falls ihr da wisst, schreibt unten in die Kommentare, welche Pokémon und dadurch welche neuen Nester für euch möglicherweise interessant sind. Abra-Nest eigentlich immer interessant, bisher aber kaum Zeit gehabt, dahin zu gehen. Push mal jetzt. Nachdem ich den auf Max gepusht habe, brauche ich auf jeden Fall wieder Abra-Bonbons für die anderen 200%. Ich glaube, das war der letzte Push. Kommt höher, als ich erwartet hatte. Kurz unter 2,9. Ist gar nicht so übel. Checken wir kurz die IV, damit ihr auch seht, dass der 100% ist. Bester Satz. HP, Attack, Defense, 15. So, wir haben um die 150.000, nicht ganz, 130.000 Staub verbraucht. Ist okay. Ich denke mal, mit dem kann man einiges anstellen. Den werde ich auf jeden Fall demnächst noch in eine Arena stellen. So, da das Video doch recht kurz geworden ist, bin ich nochmal rausgegangen, habe eine Arena platt gemacht mit meinem neuen Simsala. Direkt mal in Aktion getestet. Gegen Gyarados, kein gutes Matchup, wenn er Biss kann und Knirscher. Und, was für ein Zufall, das gegnerische Gyarados konnte Biss und Knirscher. Aber war trotzdem kein Problem. Hab die Arena schnell eingenommen, er war alleine drin. Simsala, echt cooles Monster.
Aber schauen wir mal, was für Verwendung wir für ihn finden können. Ich bin echt gespannt. Und das war's auch schon. Demnächst muss ich auf jeden Fall noch ein Abrennest abchecken. Schreibt unten rein, was euer stärkstes Sim-Seller ist, wie viel Prozent, wie viel WP, welche Attacken. Und ansonsten wieder unten in der Beschreibung die nächste Abstimmung für das nächste Pokémon, das ich auf Max pushen soll. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.